Hallo, da sind wir wieder. Hier ist der Björn vom LSNPD. Wir spielen Blue Kid. Auf jeden Fall Blue Kid 2. Und ohne lange jetzt hier um Brei herumzureden, werde ich jetzt einfach mal anfangen. Zack. Spielen. Ja, normal, ne? Ach ja, wir waren in Zombieland. Und wir waren in Welt 5. Zombieland. Das war auch ein sehr guter Film. Ich weiß das gar nicht mehr, wie das hier mit der Steuerung ist. Wow. Kann ich die irgendwie platt machen? Okay, das geht nicht. Aber wie kriege ich die denn dann? Okay, dann den da oben muss ich jetzt erstmal machen. Oh, da oben sind auch noch mal welche. Wie soll ich denn da rankommen? Okay, so nicht, aber das ist, glaube ich, schon mal von der Idee her nicht schlecht. Siehst du, so einfach kommst du da ran. Wie kriege ich die denn? Muss ich die immer bei, wenn die runterfliegen wieder? Okay, das war nix. Vielleicht muss ich die auch gar nicht töten. Aber, weil eigentlich machen wir doch hier immer alle Gegner putt. Ah, die Zeit ist schon abgelaufen. Wie soll ich das denn hinkriegen? Hier sind auch noch Sterne. Sag mal, was machst du denn da? Kotzt er mir hier irgendwie vor die Füße? Ach, das ist ja wieder Dracula. Sag mal, wieso schießt er denn? Ach, der stirbt nicht mal. Hui. Ah, zweimal getroffen und Geschichte. Ah, Mist. Oh, die Blümchen sind ja lustig. Ah, guck mal da. Na, weiß ich doch. Kenne ich mich doch aus mit der Materie hier. Oh, ich kriege aber auch wirklich jetzt hier jeden einmal ab. Ich habe schon wieder keine Herzen. Wie soll ich das denn schaffen? So. Ah, jetzt macht er sich auch noch unsichtbar. Was ist denn hier los? So, der eine oder andere wird es... Boah, das war aber knapp. Wird es wahrscheinlich mitbekommen haben. Bud Spencer hält, ich glaube, einer ganzen Generation ist gestorben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem traurig darüber. Weiß ich nicht, so ein... Na komm jetzt. Ach, die zählen auch nicht mit rein. Okay, das schon mal gut zu wissen. Ah, selbst die Kotze hat es im Flug erwischt. Ja, schon, also ich meine, er hatte ein sehr langes und ich wette erfülltes Leben. Ich meine, der war Olympiasieger. Ich weiß gar nicht, ob er Olympiasieger war im Schwimmen oder ob er nur teilgenommen hat. Ich war der Meinung, dass er Olympiasieger ist. Wow, jetzt... Meine Güte. Ah, Mist, jetzt hat er mich schon hier wieder gesehen. Ich glaube... Diese großartige Ikone, die er einfach... Ah, Mist.
Ist einfach irgendwas. Ah, Mist. So. Aber die wenigstens erwischt. Weiß ich nicht, einfach so ein. Nein! Ganze Generation hat er geprägt. Habe ich die schon alle erreicht? Nee, noch keinen einzigen, ne? Kontrollpunkt. Das ist einfach so Wahnsinn, was. Wie viele Leute er und. Und Bud Spencer ist schon. Er und Terence Hill einfach. So komplett nicht nur geprägt, sondern auch. Oh, das kann doch nicht sein. Nicht nur geprägt, sondern auch unterhalten und gleichzeitig aber auch. Sachen gelehrt hat. Ich meine, das war jetzt kein großartiges Edutainment. Ich springe da jedes Mal in diesen kleinen Typen da rein. Ich meine, das war ja jetzt nichts Weltbewegendes an Story oder was auch immer, aber es war auf seine Art war das eine extrem großartige Form der Unterhaltung. Und damit meine ich nicht nur die schauspielerische Leistung von den beiden, die. Naja, sagen wir es mal so. Die schauspielerische Leistung war angemessen für die Filme. Es war genau das, was die Filme brauchten, weil die beiden einfach so wunderbar miteinander harmoniert haben und damit natürlich auch unwahrscheinlich gut funktionierten auf der Leinwand. Aber insgesamt muss man dann schon sagen, da kommen wir nicht hoch. Nee. So, da komme ich aber rund. Oh, jedes Mal. Ich sehe die da unten nicht. Beziehungsweise ich gucke da gar nicht erst hin. Was vielleicht Fehler Nummer 1 ist. Wow. Ah, Mist. Ja, da, aber wenigstens geschafft. Also nicht nur der Film an sich, sondern natürlich auch diese großartigen Synchronisationen, die davon da eigentlich dann noch viel mehr. Ach, den kann ich nicht töten, ja? Super Spiel, dass du mir das so großartig beibringst. Was? Wieso ist da. Ah, siehste? Die sind natürlich grandios. Da komme ich aber irgendwie nicht hin. Nee. Da oben ist noch ein Sternchen drin, ein blaues, aber keine Ahnung, wie ich den kriegen soll. Und man sieht den Mauszeiger, wie professionell. Und die Zeit läuft mir auch schon davon. Da kriegst du einmal so richtig hier, da kriegst du die Bud Spencer Gedächtnisfaust im Kopf. Aber auch, weiß ich nicht, als Kind hat man da so viel mitgenommen. Deswegen, ich kann es eigentlich nur empfehlen, wenn man selber Kinder hat, einfach mal die Filme gucken lassen. Weil die sind herzensgut. Da ist nichts irgendwie Komisches bei. Da ist nichts irgendwie was schädlich für Kinder wäre oder sowas, sondern das ist ganz einfach super Unterhaltung für jedermann.
Ja, siehst du, hast du gedacht, ne? Okay, Herzen kann ich nicht aufnehmen. Da ist noch eine Truhe versteckt. Ja, natürlich. Jetzt geht's hier los. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Man läuft da nämlich noch so ein bisschen nach. Das ist wie auf dem Klo. Und ich muss hier, glaube ich, nochmal hoch und hier oben nochmal lang. Weiß bloß nicht, muss ich hier oben komplett lang oder lieber unten zuerst? Na, Mist. Ja, das war ja klar. Okay, das hat aber einigermaßen... Ach nee, warte, ich habe da oben noch Herzen. Herzikens 1, Herzikens 2. Wir haben aber natürlich überhaupt keine Probleme mit der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie man das in der kurzen Zeit schaffen soll. Also, ich könnte es nicht. So, jetzt kommen hier noch die Fledermäuse. Hui! Alles klar. Oh, was willst du mir denn hier erzählen? Weiß ich nicht, irgendwie, ich meine, ich glaube, die haben meine Eltern haben damals die Filme auf VHS in der Videothek ausgeliehen. Das waren noch Zeiten, wo man VHS-Kassetten in der Videothek ausgeliehen hat. Und ich musste da wirklich immer, wenn es einen Film mit den beiden gab oder mit nur einem von den beiden, dann musste ich die einfach sehen, weil die einfach so großartig waren. Ich glaube, ich muss hier nochmal runter. Und hier noch was einsammeln. Nein, wieso trifft er mich denn? Und, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, welcher mein Lieblingsfilm ist, aber wenn ich so, glaube ich, so eine Top 5 machen würde, dann wäre auf der 5 ein Film von, nicht von, sondern mit, nur mit Buddy. Und das wäre Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Das ist einer, ich weiß gar nicht, ob der so bekannt ist, aber es war für mich immer das Highlight. Guck mal, hier komme ich überhaupt nicht rein. Komme ich hier vielleicht? Auch nicht. Ich glaube, mir fehlt es einfach an Skill. Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel, das war... Au! Wieso trifft mich eigentlich alles? Ah, er schon wieder hier mit seiner Cloaking-Device. Ja, siehst du? Das bringt dir nix, du alter Dracula. So, aber... Weiß ich nicht, das ist, im Italienischen hieß der Film Il Soldato di Ventura. Und der handelt von dem italienischen, ich weiß gar nicht, ist er, ja, Volksheld kann man ihn mal, glaube ich, mal nennen. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Hector Fieramosca heißt der gute Mann. Aus, weiß ich gar nicht, aus welcher Stadt er kommt, aber... Hui. Ah, da hat er mich erwischt. Wieso kann er eigentlich... Oh. Da hat er sich... Ich dachte, der tarnt sich jetzt erstmal.
Ah, sieht nicht. Nein, wir sind gestorben. Schon wieder. Nochmal. Hector Fieramosca ist auf jeden Fall ein Söldner gewesen, der, also ein italienischer Söldner, der 1400, ich glaube, es war 1472, mit einfach durch die Gegend gereist ist und dafür dann als Söldner dann halt sein Leben gefristet hat. Und das war dann so unter dem Motto, gleichzeitig führte Spanien gegen Frankreich Krieg, also Frankreich gegen Spanien in der Reihenfolge. Und das war dann so geregelt, ich muss mich hier gerade mal so einen halbwegs so konzentrieren, deswegen bin ich ein bisschen stiller ab und zu. Aber es war dann so geregelt, dass er offensichtlich zuerst für die Spanier kämpfte, für die Franzosen kämpfte, die die Spanier, die eine Burg, ich glaube die Stadt hieß Baletta, einnehmen wollte. Und als er das dann gesehen hat, wie die Leute mit den Spaniern umgegangen sind, also die Franzosen, da hat er sich dann gesagt, nö, meine ich mit. Und dann sind er und seine paar Leutchen haben dann die Seiten gewechselt und sind dann zu den Spaniern gegangen. Ach, wie soll ich denn so die 100% kriegen? Vielleicht muss ich warten, bis er wieder... Ah, da sieht er mich oder was? Oh. Da musst du ja pixelgenau springen. Ah, okay. Du musst also in seinem Rücken sein. Ach komm, hier, das mache ich mal so. Na, das hat ja gerade eben mal so geklappt. So, dann müssen wir hier einmal. Und das führte danach zu, dass die Franzosen die Italiener beleidigt hatten. Und zwar als Söldner und als Söldner dargestellt haben, was sie auch waren. Aber das wurde dann noch ein bisschen heftiger und Herzchen. Ah, Mist. Wieso hat er mich da getroffen? Nein, och Mann. Das ist ja fies. So, auf jeden Fall gab es dann ein ritterliches Turnier und ist auch wirklich alles mehr oder weniger so, nicht so, wie der Bud Spencer Film es dann darstellt, aber schon so in der Art. Gab es dann ein Schlagabtausch, 13 Franzosen gegen 13 Italiener. Und das war sehr cool, weil Hector musste sich dann erstmal die ganzen Italiener zusammensuchen, weil der Spanier hatte dann... Der Spanier hatte dann angeboten, dass er halt mit den restlichen Rittern auffüllt. Aber das wollten die Italiener natürlich nicht, weil Ehre und Stolz. Und ja, das war jetzt natürlich knapp. Und er hatte dann so ein paar Leute zusammen, also wirklich eine ulkige Bande zusammengeholt. Und mit denen haben sie dann die Franzosen dann platt gemacht.
Wie soll man das denn schaffen? Ich bin hier gerade mal beim Kontrollpunkt angelangt. Ja, natürlich. Das war jetzt aber mehr als knapp. Das war nicht nur knapp, das war Knapperton. Nee, und danach kommt eigentlich... ich bin mir nicht sicher. Ich finde das ganz schwer. Ich würde sagen... Vier Fäuste gegen Ryu. Ryu, ja. gegen Ken und Ryu. Das war die Street Fighter Hommage. Nein. Vier Fäuste gegen Ryu. Wo die beiden Doppelgänger sind für die reichen Vettern. Don Bastiano Joao Coimbra della Colonia y Acevedo. Und Don Antonio Joao Coimbra della Colonia y Acevedo. Oh, beim ersten Mal hat es geklappt, beim zweiten Mal, nö, irgendwie nicht so richtig.